Macht, Größe und Wirken der Hanse. 600 Jahre prägt der mächtige Bund von Städten und Kaufleuten den europäischen Kontinent. Eine faszinierende Welt, von der das Europäische Hanse-Museum in Lübeck erzählt. Mit spannenden Exponaten, Medien und neuester Museumstechnik lässt es die Zeit des hohen und späten Mittelalters und die Geschichte des bedeutendsten Handelsverbundes der Zeit auferstehen. Lübeck. Durch den Seehandel wird die Stadt im Mittelalter reich und mächtig und zum Zentrum der Hanse. Die alten Backsteinfassaden zeugen noch heute vom Wohlstand vergangener Tage. Dort, wo einst Kaufleute ihre Häuser hatten, eröffnete 2015 das Europäische Hanse-Museum. Der moderne Neubau zieht Besucher aus ganz Europa an. Er ist mehr als ein klassisches Museum. Mit interaktiven Angeboten in verschiedenen Sprachen und beeindruckenden Rauminszenierungen versucht das Museum, die Besucher für die mittelalterliche Welt der Hanse zu begeistern. Mit dem Fahrstuhl geht es in die Geschichte. Ausgrabungen machen sichtbar. Das Museum steht auf historischem Boden. Einst stand an diesem Ort eine slawische Burg, später ein Dominikanerkloster. Die Stadt Lübeck selbst wurde 1143 als kaufmännische Siedlung gegründet.